herzlich willkommen auf unserem Kanal Sunny Side of Life und damit herzlich willkommen zu einem neuen Kochvideo. Wir kochen heute eine vegane Hackgemüsepfanne und servieren dazu noch eine Kräutercreme. Dazu verwenden wir die folgenden Zutaten. Veganes Hack, wir haben jetzt hier das Next Level Hack aus dem Lidl, rote Zwiebeln, Knoblauch, gemischte Paprika, ihr könnt natürlich auch grüne verwenden, mir sind sie zu bitter, Champignons, Schmand bzw. eine vegane Alternative dazu, Salz, Pfeffer, Oregano, Thymian und ihr könnt auch noch etwas Paprikapulver verwenden und etwas Öl zum Anbraten, was ich eben vergessen habe zu erwähnen. Wir beginnen damit, dass wir das Gemüse säubern, von Schale befreien und anschließend klein schneiden. Und während wir das tun, erzähle ich euch noch ein bisschen was. Wenn ihr euch vielleicht fragt, warum in meinen Videos häufig Ersatzprodukte für tierische Produkte verwendet werden, dann kann ich das ganz einfach beantworten, weil ich es kann. Nein, jetzt mal ernsthaft. Ich habe selbst viele Jahre lang Fleisch bzw. tierische Produkte gegessen und ich finde, gerade auch für den Umstieg bieten sich solche Ersatzprodukte an. Wenn man so wie ich zum Beispiel nicht aufgrund des Geschmacks da verzichten möchte, sondern rein aus ethischen und moralischen Gründen. Und bevor wir jetzt mit dem Gemüse weitermachen, nehmen wir uns jetzt erst einmal die Kräutercreme vor, damit wir diese schon einmal in den Kühlschrank stellen können und diese gut durchziehen kann. Diese würzen wir mit Salz, Pfeffer, Oregano, Thymian und Paprikapulver. Verrühren das Ganze kurz miteinander, nehmen uns im Anschluss die Knoblauchzehen vor, schälen und hacken diese, fügen diese ebenso in die Creme hinzu, verrühren es noch einmal und stellen das dann für ein paar Stunden in den Kühlschrank, sodass die Aromen gut durchziehen können. Und wenn jetzt einer kommt und fragt, warum muss eure Wurst so heißen wie eine Wurst und warum muss sie so aussehen wie eine Wurst? Naja, also, keine Ahnung, die Kackwurst heißt halt auch Kackwurst, ne? Am Ende ist es nur eine Form und eine Masse wird in diese Form gepresst. Ich meine, ein Schwein läuft auch nicht draußen rum, hüpft einmal und dann fällt ein Schnitzel runter. Könnt ihr einfach mal drüber nachdenken, ob es wirklich nötig ist, sich über solche Sachen aufzuregen. Es wird ja keinem etwas weggenommen oder dadurch gibt es kein Verbot für, keine Ahnung, Menschen, die sich halt omnivor ernähren. Und von Verbrauchertäuschung kann da ja aus meiner Sicht auch keine Rede sein. Ich finde das auch absolut lächerlich, denn seien wir mal ehrlich, in Scheuermilch ist auch keine Milch und im Babyöl hoffentlich auch keine Babys. Ich meine, wenn da Babys drin wären, dann wäre es auch nicht mal vegan. Das Einzige, was ich persönlich nicht machen würde, ist andere Personen zu missionieren, denn Ernährung ist meines Erachtens nach etwas, was jeder selbst wissen muss. Das muss jede Person für sich selbst mit dem Gewissen vereinbaren können. Ich bringe jetzt auch extra nicht den Spruch, also indirekt bringe ich ihn ja jetzt schon, leben und leben lassen, denn natürlich lässt jemand, der ein Tier isst, das Tier nicht leben. Und daher ist es aus meiner Sicht auch ein absolut unangebrachter Vergleich. Aber am Ende ist es, wie gesagt, etwas, das jeder für sich selbst wissen muss. Wenn sich natürlich jemand aus meinem Umfeld für das Thema interessiert oder nach meiner Meinung fragt, weil er meine Meinung schätzt oder weil die Person weiß, dass ich mich zwangsläufig damit auseinandersetzen muss, dann ist es in Ordnung, dann freue ich mich darüber und dann erzähle ich auch gerne etwas dazu. Ungefragt gebe ich jedenfalls nicht meinen Senf dazu und in die andere Richtung sollte das dann bitte aber auch entsprechend unterlassen werden. Also ich möchte nicht, dass irgendjemand zu mir kommt und sagt, du musst aber auch mal Fleisch essen. Nee, nee, liebe Leute, ich muss mal gar nichts. Ich muss am Ende nur sterben. Wie alle anderen Menschen auch. Und wenn ihr meine Videos als Inspiration gut findet und euch selbst nicht vegetarisch oder vegan ernährt, aber gerne jemanden aus eurem Familien- oder Bekanntenkreis damit bekochen möchtet, weil ihr wisst, dass derjenige sich vegetarisch oder vegan ernährt, dann freue ich mich natürlich umso mehr, wenn ihr eins meiner Rezepte dafür verwendet. Aber ihr solltet vorher bitte mit der Person darüber sprechen, ob das für sie in Ordnung ist, ob sie überhaupt Ersatzprodukte isst, ob ihr XYZ denn überhaupt schmeckt, denn nicht jeder isst Ersatzprodukte. Und auch nicht jede Person mag jedes Ersatzprodukt. Das hat am Ende auch nichts mit Undankbarkeit zu tun, wenn da jemand offen und ehrlich antwortet, dass er das und das nicht mag. Aber es erspart euch und der betroffenen Person Zeit, Nerven und gegebenenfalls auch Ressourcen. Eine Ewigkeit später. Wir braten jetzt das Hackfleisch einmal rundherum an, machen es vorher krümelig. Würzen das mit Salz und Pfeffer, rühren es einmal kurz um und geben im nächsten Schritt die Paprika und die Zwiebeln dazu. Das Ganze wird jetzt noch einmal durchgerührt. Dann kommen noch die Champignons dazu. Am besten auf mehreren Etappen, falls der Topf zu klein ist. Nochmal ordentlich unterheben. Vielleicht mit etwas Gemüsebrühe ablöchen. Mit dem Deckel verschließen. Ab und zu umrühren. Wenn ihr mögt, könnt ihr jetzt noch etwas Tomatenmark hinzufügen.
einmal gut verteilen. Und anschließend mit Oregano, Thymian und Paprikapulver würzen. Auch dies jetzt noch einmal ordentlich umrühren. Das Essen kann man wunderbar auch als Beilage zu Kartoffeln oder Nudeln verwenden. Sehr gut dazu passt auch ein frisches Baguette, zum Beispiel auch ein Kräuterbaguette. Es funktioniert aber auch als eigenständige Hauptspeise. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keines meiner Videos zu verpassen. Lasst es euch schmecken und bis zum nächsten Mal.